Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Bleed 2. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir spielen wieder als The Cloud Girl und The Launch, genau. So, legen wir doch direkt los. Ich hoffe, das kriege ich einigermaßen hin. So, das hier zurückhauen. Das war knapp. Dich weg. Ach, das ist immer so nervig. Ich nur einen Air-Dash habe. So, jetzt sollte ich mich definitiv so ein bisschen aufs Parieren konzentrieren und dann verkacke ich es natürlich direkt, wo ich sage. So. Aber du solltest kein allzu großes Problem sein. Ja, um ehrlich zu sein, bist du tatsächlich ziemlich einfach. Dafür habe ich so ein bisschen verdient. Zack. Aber lief doch ganz gut. Der ist tatsächlich relativ unproblematisch gegangen. Das hier könnte jetzt auch ganz gut funktionieren. Ja, der Level läuft jetzt natürlich ganz gut. Oh nein, 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 nein. Nicht jinxen, nicht jinxen. Ein bisschen heilen. Komm, triff bitte, triff bitte. Ah, okay. Das war knapp. Verstehe jetzt nicht wirklich, warum der Teil ein Autoscroller sein muss. Aber egal. Jetzt verschwende ich hier gerade meine ganze Energie fürs Zeitverlangsamen, wenn ich mich ein bisschen heilen will. Ah. So, jetzt aber. So. Ach, nicht ganz voll, aber das muss reichen. Ah. Hört auf. Einmal nochmal kurz voll heilen. So, und jetzt die Bosse aus dem ersten Teil alle. Los geht's mit Guppy. Ja, oh Gott, das war schnell. Das macht natürlich richtig Spaß, wenn ich einfach immer nur so ein kleines bisschen dashe, während ich die angreife. Ich glaube, so muss man die richtig spielen. Ist nur nicht bei jedem Boss tatsächlich so gut möglich. Ah, Mist. So, das kann ich relativ gut als die überstehen. Ja, jetzt hört doch mal ein bisschen auf. Scheiße. Gibbons, du, ihr seid schon immer so ein bisschen meine Problembosse gewesen. Der Ash, bitte. Ich hab doch ge... Ach, egal. Hätte ich sowieso nicht mehr geschafft. Ich hasse euch. Habe ich das schon mal erwähnt?
Bestimmt oft genug eigentlich. Aber es stimmt, ihr seid ein absolut beschissener Boss. Oh, lass mich doch jetzt in Ruhe wegdashen. Was ist denn los? Ich hasset euch zwei so sehr. So sehr hasse ich euch. Natürlich spawnst du genau hinter mir. Du sollst... Was ist denn hier gerade los? Ich pariere und es passiert nichts. Das verstehe ich nicht. Geh doch durch, meine Güte, ey. Du sollst dashen, ey. Drecksviecher, ich hasse Gibi und Stu so sehr. Fickt euch, ihr Scheißwürmer. So, jetzt aber konzentriert. Konzentrieren. Schön aus. Ah. Lass mich doch weg, du blöder Arsch. Ich hasse euch so sehr. Ich hasse euch, Gibi und Stu. Hab euch das schon mal erzählt? Das sollte eigentlich wirklich jeder, der euch trifft, sagen, dass er euch hasst. Also wenn jemals ein Bleed 3 rauskommt, was ich hoffe, dann bitte nicht nochmal Gibi und Stu irgendwie einbauen. Wir haben schon viel zu viel von denen gesehen. Und sie waren nie ein guter Boss. Einfach nur nervig. So. Was ich immer richtig krass finde, die sind eigentlich der zweite Boss in der Serie. Dafür meiner Meinung nach viel zu schwer. So, jetzt aber. Oh, geh doch jetzt tot. Geh doch, ihr Wichser! Ich hasse euch. Ich hasse euch inbrünstig. Dann machen sie die ganze Zeit noch so bescheuerte Geräusche. Du sollst dashen, nicht einfach nur rumstehen. So, nimm das, du Arschloch. Du sollst durchgehen, bitte. Ich hasse euch. Geht bitte einfach gepflegt sterben, okay? Du sollst da durchgehen. Ist das denn so schwer? Warum brauchst du so lange zum Dashen? Fickt euch, Gibi und Stu. Ihr seid Abschaum. Sprichwörtlich. Roboter ab. Bitte einfach zur Seite gehen. Nicht erst eine Drehung machen.
Ich verliere gerade absolut den Willen, hier weiterzumachen. Drecksboss. Mistviecher. Verreckt auf irgendeine enorm brutale Art. Alles an euch ist scheiße. Hättest du da jetzt nicht noch dashen können? Nein, hast du natürlich nicht. Dash doch, wenn ich sage dashen. Ist das so sch... Oh, ich hasse das. Geh tot, geh einfach tot. Geh tot, ihr zwei. Das ist der Nächste, der zum Problem wird, ne? Hey, bei dir habe ich zumindest den Vorteil, dass ich mich gegen alles, was du machst, einigermaßen wehren kannst. Ja, das war mein Fehler. Mädchen, wenn ich sage Dash nach unten, dann solltest du halt auch nach unten dashen und nicht als erstes noch nach oben eine Drehung machen. Wäre das nämlich deutlich unkomplizierter. Beim zweiten Versuch. Immerhin, jetzt noch Bunny Rocket und dann haben wir Level 1 zumindest schon mal abgeschlossen. Und das fängt nicht gut an. Na gut. Könntest du vielleicht nicht direkt auf mir Kugeln spawnen? Das ist Bullshit. So. Na gut. Speedrunner-Preise werde ich so keine gewinnen, aber immerhin funktioniert es einigermaßen. Wie viele von diesen beschissenen Autos hast du eigentlich, meine Liebe? Du bist nur ein Schrotthaufen von dem, was der eigentliche Held war und hast trotzdem so viele von diesen beschissenen Häschenwagen. So, geh tot. Geht einfach alles tot. So übertrieben grottig, einfach nur, weil Gibby und Stu ein Scheißboss für sie sind. Gibby und Stu sind immer ein Scheißboss, aber egal. Das Kriegsschiff. Mal schauen, da könnte Teile ganz gut laufen und Keile ganz schlecht laufen. Ach, geht tot, geht tot. So, immerhin hat mich da nichts getroffen. Ach.
hättest du parieren sollen, aber egal. Komm schon. So. Jetzt einmal ganz kurz aufheilen. Und jetzt dich. Du könntest natürlich ein richtig großes Problem werden. Oh, komm schon, ernsthaft. Na gut, immerhin kann ich dich Ich kann dich durch die Scheiße durchtreffen und mach trotzdem so blöd. Vielleicht. Warum machst du manchmal einfach dein Parry nicht richtig? Oh, natürlich! Bleib einfach unten stehen, ist mir gerade egal. Wenn du solche Scheiße machst, dann sorgt das nicht gerade dafür, dass ich Lust habe, so weiterzuspielen. Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt komme ich nicht mehr nah genug an dich ran, oder was? Gott, ich hasse diesen Boss so sehr. Gehe ich jetzt hoch? Gott. Wie soll ich das denn vernünftig ausweichen? Fick alles an dir. Du bist ein Scheißboss und das weißt du aber auch. Oh komm, ich drück doch. Als. Tu doch bitte deinen beschissenen Parry machen, meine Kleine. Weißt du, wenn ich Parry drücke und du machst einfach nichts, dann kann das nicht funktionieren. Boss so sehr. Dieser Boss ist absoluter Abschaum. Parry bitte. Du sollst parieren. Sag mal, warum funktioniert die Scheiße denn jetzt nicht? Fick dich, du dreckiger Pissbot. Egal was ich mache, ich werde immer viermal aufs Mal getroffen. Ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich abgrundtief, du Scheißviech. Könntest du bitte nach oben fliegen, wenn ich nach oben... Ich hasse diesen Gegner. Oh Gott, ey. Ich hasse dich so sehr, ich hasse alles an dir. Ich habe dich immer gehasst. Ich werde dich immer hassen. Bastard. Roboter.
Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Tu mir bitte den Gefallen und mach den Dash vollkommen. Ich hab nur einen Dash, wenn ich nicht angreife. Dann muss dieser Dash auch sitzen. Mach doch den Parry. Du sollst parieren. Warum machst du das nicht? Warum parierst du denn gerade nicht, Mädel? So. Hässlicher Drecksbot. So, geh tot. Geh einfach tot, du Drecksteil. Oh. Jetzt kommt der Teil, bei dem ich mir keine so großen Sorgen mache. Oh. Natürlich muss da jetzt einer von diesen blöden Robotern so rumnerven. Ich hab doch pariert. Geh tot, ich hasse euch. So, und jetzt lass mich wieder in Ruhe heilen. So, jetzt der Kern. Mal schauen, wie das läuft. Phase 1 des Kerns haben wir geschafft. Phase 2 ist allerdings immer das größere Problem. Moment mal, nimmt er so keinen Schaden? Das wäre richtig bescheuert. Ja, er nimmt so keinen Schaden. Na toll. Wie um alles in der Welt soll ich das machen, wenn der von meinen normalen Angriffen keinen Schaden nimmt? Gib mir was, was ich parieren kann, bitte. Nicht voll in ihn rein. Seine Bewegungen kann man absolut nicht vorhersehen. Der rennt immer, wie er gerade lustig ist, rum. Ich hasse dich, du Scheißteil. Könntest du aufhören, jedes Mal voll in mich reinzuraufen, du blöder... Ich hab geparried und es passiert mal wieder nichts. Okay, dieser Level hier ist zum Kotzen für Claude Girl. Du sollst dashen, ey! Ich hasse alles an dir, du Drecksteil. Könntest du aufhören, jedes Mal so bescheuert in mich reinzufliegen? Wie so ein besoffener Sack. Ich hab mal wieder geparried und es passiert nichts.
vielleicht kann sie nicht so schnell hintereinander parryen. Könntest du bitte aufhören, nur so kurz zu dashen und dich stattdessen auch vollkommen in die Richtung... Oh, als ob das jetzt nicht in der Reichweite von dem... Ah, dash doch richtig! Irgendwie wird 90% von der Zeit mein Dash einfach kurz gehalten, obwohl ich nicht kurz drücke. Schon wieder. Ich halte den Knopf gedrückt, aber er wird jedes... Fick dich, du... Jetzt meint sie wieder taunten zu müssen, wenn sie es nicht soll. Was soll denn das? Oh, komm. Ich hasse das. Fick dich, du hässlicher Klumpen Scheiße. Könntest du bitte dashen, wenn ich sage dashe? Los, komm. Ich hasse diesen Boss. Dash! Ernsthaft, es ist nicht mehr lustig. Nimm doch jetzt mal ein bisschen Schaden, blöder Drecksboss. Hallo, könntest du das Ding bitte in seine Richtung schlagen? Das ist die einzige Chance, wie ich so seinen Panzer kaputt kriege. Oh, ich hasse diesen Boss so abgrundtief. Fick dich! 90% des Schadens, den ich nehme, ist einfach, weil er wie ein Besoffener rumläuft und ich in ihn reinfliege. Hau das Teil doch einfach in ihn rein. Wie um alles in der Welt soll das funktionieren, wenn ich so wenig... Feg dich weg, du Drecksteil. Na... Geh sterben. Ich hasse dich so sehr. Alles an dir. Was? Wie soll man das an ihn ranbekommen? Drecksboss. Missgeburt. Natürlich prallt das jetzt so ab. Was denn? Du sollst nicht taunten, du sollst... Schon... Ich hab so keinen Bock mehr. Lady, wenn du keinen Bock hast... die ganze Zeit zu sterben, dann könntest du damit anfangen, nicht zu taunten, wenn ich es nicht sage. Oh, fick alles an dir, du hässlicher Klumpen Altmetall. Ich hasse diesen Boss, 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 ich hasse diesen Boss. Hör endlich auf, die ganze Zeit in mich reinzufliegen, du besoffenes Stück Dreck.
du nichts. Geh einfach gepflegt sterben, du hässliches Drecksteil. Harry, nicht... Schon wieder. Sie macht's die ganze Zeit. Sie macht's einfach die ganze Zeit, ihr beschissenen Taunts, wenn ich nichts drücke. Und wenn ich dann drücke, dann macht sie's nicht. Was soll denn das? Dieser Boss ist Abschaum. Ich hasse alles an ihm. Oh, fick alles an dir, du... Ich hasse dich. Du sollst... So, jetzt. Natürlich, man kann nichts von dem wieder in ihn reinbekommen. Komplett unmöglich. Ich hasse dich und das habe ich jetzt schon wieder nicht getauntet. Sie hat es wieder einfach gemacht, ohne dass ich irgendwas gedrückt habe. Könntest du bitte nicht... Alles an dir ist zum Kotzen. Dein Aussehen, deine Art, wie du dich bewegst, die Art, wie du kämpfst, einfach alles. Da, ich habe schon wieder nicht Taunten gedrückt und sie macht's einfach trotzdem. Dich. Warum genau kann ich eigentlich mit meinen Angriffen nicht durch sein Schild durch? Beim anderen Boss ging das mit dem Schild durch. Fick diesen Roboter. Fick diesen Roboter. Fick alles an ihm. Er ist zum Kotzen. Oh, ich bin mir vollkommen sicher, das ist gar nicht gewollt, dass man das schaffen kann. Dich. Könnten wir diese Dinger bitte in ihn reinbekommen? Ich hasse diesen Boss. Wirklich alles an ihm. Es ist so bescheuert, dass er die ganze Zeit einfach in... Bitte nicht taunten, wenn ich nicht auf Taunten drücke. Was? Versuche dich zumindest mal zu konzentrieren.
wieder keine Chance, die Scheiße in ihn reinzubekommen. Und die ganze Zeit einfach nur das Problem, dass er in mich reinrennt. Wenn ich das rechtzeitig in ihn zurückbekommen könnte, dann hätte ich ein bisschen eher eine Chance, noch ein bisschen Schaden zu machen. So, da keine Chance. Vorsicht! Ich bin gedasht! Warum ist nichts passiert? Dash doch bitte! Komm, geh tot, geh tot, geh tot! Endlich! Endlich! Es bleibt immer noch Anti-Battalion. Und das ist erst Level 2, oh mein Gott. Komm, einmal kurz weg. Ich weiß, das würde ich sowieso sonst nicht schaffen. Es steht direkt vor dir und ich habe in die Richtung gezielt. Warum ist das nicht kaputt gegangen? Um mich zu ärgern mal wieder, oder was? Boah, dieser fehlende Doppeldash. So nervig. Ja, um dich muss ich mich ja auch noch kümmern. Zumindest ist Anti-Battalion nie wirklich weit weg, von daher sollte das... Meidel, wenn du nicht dashst, wenn ich sage dashen, dann funktioniert das nicht. Was war denn das jetzt schon wieder? Ich habe keinen Dash mehr plötzlich, obwohl ich den angegriffen habe. Ernsthaft. Oh Gott. Ich komme mit dem mit Claude Girl einfach absolut nicht zurecht. Man kann es nicht anders sagen. War das jetzt schon wieder? Ihr habt gehört, dass ich pariert habe. Das Geräusch zum Parieren ist sogar gekommen. Warum sagst du mir, ich kann ihn parieren, wenn dabei gar nichts passiert? Das ist bescheuert, Spiel.
Könntest du die Dinger jetzt bitte mal kaputt machen? So, tschüss, ihr nervigen Kugeln. Hier ist die Säge. Dash, bitte, wenn ich sage dashen. Wir haben Antibattalion. Sorry, dass ich jetzt da ein bisschen ruhig geworden bin, aber mit ihr muss ich mich irgendwie enorm konzentrieren, damit das klappt. Ein C ist nie drin. Absolut nicht. Okay, The Clawed Girl vs. Valentine, das kann ja was werden. Ich meine, ich liebe diesen Bosskampf ohne Ende, aber wir haben ja schon festgestellt, dass ich mit der guten Dame absolut nicht gut bin. Phase 1 ohne Schaden zu nehmen. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Da verbraucht es natürlich meine komplette Energie. Könntest du bitte... Oh, Scheiß. Wie soll ich denn da durchkommen? Mit nur einem Dash. So, das ist kein Problem. Oh, könntest du das bitte so... Ich habe einen einzigen Dash. Ich kann nicht so schnell von Punkt A nach Punkt B. Okay, Phase 2 fertig. Okay, ich kann mich hier auch nicht heilen, weil die mich beim Heilen unterbrechen. Mist. Okay. Phase 3 könnte ein Problem werden.
da kann man mir wirklich nicht sagen, dass ich die da zwischendrin nicht getroffen habe. So. Das ausnutzen. Keine Chance. Komplett falsch an diese Boss ran. Ich kann das mit einem Air-Dash nicht. Ich bin das voll falsch gewohnt. Oh, komm schon. Nicht um sie rumhauen. So. Willst du mich gerade eigentlich verarschen? Schon wieder. Ich hau jedes Mal daneben. Ist die Hitbox von deiner Clown-Attacke wirklich so viel kleiner als erwartet? Phase 3 fertig. Jetzt kann ich in Ruhe mich heilen. Bei Valentine habe ich auch enorm viel mehr Übung drin als beim Rest des Spiels. Einfach weil ich den Bosskampf so sehr liebe. Oh, komm. Sag mal, macht die mehr Geschosse, als sie es normalerweise macht? Und ich flieg voll in sie rein. Was mache ich hier eigentlich? So. Und das war's. Okay, zumindest habe ich mich bei Valentine nicht allzu blamabel angestellt, aber der Rest geht gar nicht. Der Rest geht wirklich gar nicht. Gerade die ersten zwei Level hatten so viele Bosse, die einfach absolut zum Kotzen waren. Und dann dieser Schiffskern. Oh mein Gott. Wir haben es fast geschafft, nur noch ein Level mit ihr und dann haben wir sie fertig. So, den letzten Level packe ich hier jetzt aber nicht noch mit dran. Ich habe lange genug rumgefailt. Tut mir echt leid, ich mache dir absolut Schande, Claude Girl. Du kannst garantiert deutlich besser eingesetzt werden, aber nicht von mir, nicht von mir. Das war's für heute mit Bleed 2, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.